Sie sind Blogger, dann kennen Sie das. Immer wenn Sie einen Blogartikel veröffentlichen, haben Sie nur ein Ziel. Sie möchten so viele Leser wie nur eben möglich. Nutzen Sie die Social Media, um gezielt Leser für Ihre Inhalte zu finden, Traffic für Ihren Blog zu generieren und natürlich auch, um mit Ihrer Community zu interagieren. In der Tat ist es so, Social Media sind Ihre wichtigste Quelle. Aber das Teilen von Blogartikeln ist auch irgendwie zeitraubend. Und wenn wir ehrlich sind, auch irgendwie ermüdend. Automatisieren Sie doch einfach das Teilen Ihrer Blogartikel. Teilen Sie Ihre Blogartikel in nur einem Schritt auf allen Ihren Social Media Kanälen und so funktioniert's. Schreiben Sie Ihren Blogartikel, gehen Sie zu Blog2Social direkt über Ihr WordPress Dashboard und teilen Sie Ihre Blogartikel automatisiert, individualisiert und zeitlich geplant. Mit Blog2Social ist das Teilen Ihrer Blogartikel auf Social Media wirklich sehr einfach und geht sehr schnell. Sie entscheiden sich einfach, welchen Blogartikel Sie teilen möchten, dann klicken Sie auf Social Media teilen. Es öffnet sich die Vorschau und auf der Vorschau sehen Sie erstmal auf der rechten Seite alle Ihre verbundenen und ausgewählten Netzwerke, Ihre Profile, Seiten und Gruppen. Es sind auch mehrere Profile pro Netzwerk möglich. Und Sie sehen, Blog2Social bietet Ihnen automatisch vorformatierte, optimal an die Bedingungen der Netzwerke angepasste Texte für Ihre Posts an. So, wir scrollen einmal runter und klicken auf Teilen. Das ist die schnellste und einfachste Form, Ihre Blogartikel auf Social Media zu teilen. Allerdings können Sie auch Ihre Posts ein bisschen anpassen. Ich würde Ihnen diesen kleinen Extraaufwand wirklich empfehlen, weil Sie erreichen dadurch wesentlich mehr Interaktionen, wesentlich mehr Rückmeldungen von Ihren Followern. So, ich stelle hier zum Beispiel eine Frage auf Facebook, weil das macht sich sehr gut auf Facebook und funktioniert auch wirklich gut. Bei den Business-Kontakten schaue ich, dass ich ein bisschen formeller bleibe. Dann kann ich natürlich meinen Blogartikel auch auf Blognetzwerken wieder veröffentlichen. Auch das ist eine gute Idee. Und hier habe ich sogar einen Rich Text Editor zur Verfügung, um den Artikel selber und die Überschrift auch sehr einfach und schnell an das Netzwerk anpassen zu können. Eine andere attraktive Möglichkeit ist das Teilen der Blog-Beitragsbilder auf den Bildnetzwerken Instagram, Pinterest und Flickr. Da kann ich noch Kommentare und zum Beispiel einen Call to Action hinzufügen. Ja, und wieder klicke ich auf Teilen und mit ein wenig mehr Aufwand habe ich wirklich sehr viel mehr für meine Posts erreicht. Dann kommt noch eine Sache hinzu, um nicht in dem endlosen Strom von Updates und News unterzugehen, ist es natürlich wichtig, wann ich poste. Und da bietet mir Blog2Social einen wahnsinnig praktischen Beste-Zeiten-Manager. Ich entscheide mich, Beitrag einmal planen. Ich klicke den Beste-Zeiten-Manager und habe dann sofort ein Set von Zeiten zur Verfügung, wann man idealerweise auf den einzelnen Netzwerken postet. Wenn Sie natürlich wissen, dass Ihre Community ein bisschen anders funktioniert oder Sie Ihre Community in einer anderen Zeitzone haben, editieren Sie diese Zeit über die Meine Zeiteinstellungen. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Beiträge mehrfach auf einmal in Terminserien zu planen. Das ist besonders attraktiv für Twitter und die LinkedIn-Timeline. Dazu klicken Sie auf Beitrag mehrfach planen und dann können Sie entsprechend eine Planung vornehmen und die auch für alle anderen Netzwerke zu übernehmen. Sie haben jetzt gesehen, wie einfach und schnell es geht, Blogartikel mit Blog2Social auf Social Media zu teilen und das nicht nur einfach auf allen Netzwerken gleich, sondern individualisiert und jeweils zur besten Zeit. Teilen Sie Ihre Blogartikel auf sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Google+, auf den Business-Netzwerken LinkedIn und Xing, auf den Blog-Netzwerken Medium, Tumblr und Toriel, auf den Bildernetzwerken Instagram, Pinterest und Flickr und auf den Social Bookmarking-Netzwerken Jigo und Delicious. Teilen Sie Ihre Blogartikel auf Ihren Profilen,
auf ihren Seiten und in Gruppen. Und wenn Sie alles fertig haben, schreiben Sie Ihren nächsten Artikel oder lehnen Sie sich einfach zurück und entspannen.